Hallo ihr Lieben, guten Morgen. Heute bin ich nicht alleine. Die Tula ist mit dabei. Ihr wisst ja, ich habe gesagt, ich mache heute ein Verlosungsvideo. Wir machen heute die Verlosung. 250 Kommentare waren es und ja, ihr wisst, was ihr bekommt, oder? Nein. Wir zeigen, also beziehungsweise ich zeige es einfach nochmal. Es knistert ein wenig. Ich hätte das ja auch vorher schon auspacken können, aber wie es halt so ist. So, zur Verlosung kommt der Strang selbstgefärbte Wolle Merino. Schoppelball Villa Rosa und der Bobble, ich glaube, es ist Mohair mit Acryl. Es ist jetzt nichts. Ne? So. So, das kommt zur Verlosung. Das war das, was ich euch gezeigt habe, was ihr gewinnen könnt, wo ihr euch drauf eingestellt habt und alles ist gut. So, jetzt hat aber meine liebe Tula gesagt, gib mal her. Also, da ja Weihnachten ist und wir verkaufen ja auch Mode, hat sie gesagt, und warum hast du denn keine Mode dabei getan? Also, das ist jetzt von unserer Tula oder von meiner Tula. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ja, Ja, jetzt war irgendwie. das etwas. Das hätte man drauf lassen. Ja, hätte man Hätte man vielleicht. vielleicht drauf lassen sollen, aber es Aber macht ja auch naja, ne? Spaß, ne? Puff. Wir So. machen ja das erste Mal hier so im Duo. Und ich bin noch ganz nervös. Ja, so ganz nervös ist es. Ist Das es. Kind. Das Kind. Das Kind. So, bitteschön, liebe So, Moni. ne? Guckt mal. Und sie sponsert euch. Dieses tolle Oberteil. Ja, das wird mit. Als erster Preis noch mit dazu getan. Hübsch. Von Moda Italia. Also, ne? Guck. Also habt ihr das auch noch mit im Paket. Toll, oder? Überraschung. Also, jetzt können wir den Bügel nehmen. Jetzt tun wir Okay. den Bügel weg. So, alles klar. Das kommt dabei. Dann habe ich ja gesagt, also das heißt ihr euch nicht, aber ich selber habe mir gesagt, wenn es über 200 Kommentare sind, jetzt sind es sogar 250 Kommentare, gibt es nicht nur den ersten Preis, sondern auch noch einen zweiten und einen dritten Preis. Das habe ich letztes Jahr auch so gemacht, weil ich kann das dann immer so schlecht haben, wenn ich dann so viele Leute hier in meiner, ne, hier, guckt euch das an, was hier alles drin ist. Alles gestern, wir beide hier, ne? Und die Hälfte schmeißen wir Und ja, weg. die Hälfte schmeißen wir weg. Und gut, dass wir hier Assistentin, ja, der Geschäftsführung, muss jetzt hier auf. Ich wollte es euch ja nur mal zeigen, ne? Also die 250 Kommentare, die Namen sind hier drin. Und wie gesagt, der erste Preis, den fangen wir doch an, ne? Ja. Ja, Wäre ich auch dann für, kruschel mal ne? ein bisschen hier. Und dann So. ziehst du einfach einen Namen und gibst mir mal das. Ne? Guck, da haben wir schon den And the ersten. winner is Güllen. Ja, herzlichen von Glückwunsch. mir ab. Du hast den ersten Preis gewonnen. Sei so lieb. Und schreib mir unten in den Kommentaren steht bei mir meine E-Mail-Adresse. Schreib mir bitte deinen richtigen Namen und deine Adresse. Und dann geht es, ja, wenn wir jetzt schnell reagieren, schicke ich es noch auf den Weg morgen Nachmittag. Also herzlichen Glückwunsch, Güllen. Ja, so war's, ne? Das war der erste Preis. Und da man ja nicht so sein will, und ich weiß ja, wie doof das ist, wenn man dann nur einen Preis hat und dann geht das alles so schnell. Da habe ich gedacht, machst noch einen zweiten und auch noch einen dritten. So, den zweiten Preis ist Sockengarn. Zwei Sockengarn. Und dann müssen wir wieder. Wir kuscheln wieder. And the So. winner is Was haben wir da denn? Frank Bocek. Bocek, habe ich das richtig ausgesprochen? ein Mann. Ich hoffe, ja. Ich habe auch viele Männer dabei, habe ich festgestellt, aber meistens unterschreiben dann die Frauen unten drunter.
aber es, ich habe jetzt einfach nur die Namen oben aufgeschrieben. Ne? Also, Frank, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich gut, richtig ausgesprochen ist, Bocek, würde ich es jetzt aussprechen. Aber du siehst selber jetzt hier, wie ich es geschrieben habe, du bist gemeint und ich freue mich auch über deine Adresse. Und ja, wenn es geht, so schnell wie möglich. Ich packe das jetzt hier mit rein, damit ich weiß, aha, das ist für unseren zweiten Gewinner. Und der dritte Gewinner gewinnt einmal Sockengarn. Und dann sind wir gleich schon durch, ne, für heute. Nehmen wir den, der runtergefallen ist. Ne? Nehmen wir den, der runtergefallen ist. Der wollte so. Es unbedingt sein. Ja, bitteschön. Da haben wir Elke Reetz. Reetz? Reetz, ja. Guck mal, das ist dein Name. Und dann hätte ich gerne von dir auch deine Adresse. Ja, und so schnell ging das jetzt. So schnell war's. So schnell ist die Verlosung vorbei. Und wir gehen weiter stricken. Ne? Ja. Ich wünsche euch ein besinnliches, frohes, glückliches, gesundes Weihnachtsfest. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir sehen uns gleich den ersten Dienstag. Ist das der erste Dienstag? Ja, ich glaube, ne? Es ist der 7. Januar. Sehen wir uns am 7. Januar zu dem ersten Video 2020. Ich wünsche euch was. Tschüss. Von mir auch. Alles, alles Liebe. Tschüss. Bye. Tschüss.